Hi, mein Name ist Marv, das ist HODLCore und heute möchte ich dir den Dogecoin vorstellen. Vom Meme zur Kryptowährung. Was das bedeutet und was das für ein Projekt ist in der Welt der Kryptoszene, dann bleibe dran, ich schwöre dir, es lohnt sich. Heute möchte ich dir ein relativ lustiges Projekt vorstellen, was aber über die Zeit hin relativ ernst geworden ist. Und zwar hatte ich es ja eingangs schon erwähnt, wir schauen uns heute den Dogecoin an. Eine reine Kryptowährung, das heißt, es ist keine Plattform oder ähnliches, es ist eine Kryptowährung zum Ausgeben, zum Handeln und zum Tauschen. Und ja, vielleicht ist es dir schon aufgefallen, diese Seite sieht nicht ganz so seriös, professionell aus, wie es jetzt andere Projekte wie zum Beispiel Nano oder Wanchain sind, die ich zum Beispiel auch in meinem Top-3-Video, was ich dir verlinken werde, angegeben habe. Das Ganze ist so als Parodie zum Bitcoin entstanden, hat sich dann aber dank des Internets zu einer durchaus gängigen Kryptowährung gemausert und man kann es sich zumindest mal angucken. Dieses Bildchen, dieser Doge oder dieser Doge, wenn man es auch aussprechen möchte, ist so das Symbol für diese Kryptowährung. Ich habe es hier schon mal in der Google-Suche aufgemacht. Dieses Meme. Memes sind lustige Bildchen, das heißt nicht Mimi oder sonst irgendwas, es sind Memes. Und der Doge ist einer davon. Und das Internet hat es sich einfach zur Aufgabe gemacht, ihn überall zu verwenden, wenn irgendwas lustig ist. Und natürlich darf er auch in der Kryptoszene nicht fehlen. Und ich bin eh der Meinung, dass man nicht allzu ernst an diese Sache herangehen sollte und auch ein bisschen Spaß bei diesen Projekten haben soll. Es geht ja um nichts. Ja? Nichts Geringeres als die Weltherrschaft der Kryptowährungen. Also, vielleicht stellt sich auch der Dogecoin kurz einmal vor. Dogecoin is a revolutionary digital currency. It can easily be sent through the internet from person to person with total security. With instant transactions, you can send coins from Melbourne to Mumbai, from Madrid to Minneapolis in seconds. It's simple and safe to use and is already accepted at online retailers where you can buy gifts, groceries, services, and so much more. What makes Dogecoin truly unique from other currencies is how its ease of use makes it the perfect way to instantly send cash gifts to people all around the world. You can send 10 cents to your favorite comment on Twitter, or $10 to your favorite band to purchase their latest album. You can even send $100 to a charity that you support. There's no middleman to take a cut, and the transactions are completely anonymous. If you are a creator, you'll find your fans can financially empower you. For the first time, you can directly receive cash from them, rather than a valueless like or retweet. You now have the opportunity to spend more time creating content and less time counting cents. Be part of something big, something groundbreaking. Within the first few months of creation, the Dogecoin community. Ich glaube, das soll es auch mal gewesen sein. Ja, der Dogecoin, du hast es gesehen, private Transaktionen, die ganz schnell vonstatten gehen sollen. Private Coins gibt es viele, schnelle Transaktionen haben sich zum Beispiel auch Nano auf die Fahne geschrieben. Du siehst, einen wirklichen Unterschied gibt es nicht. Was ihn so bekannt macht, ist tatsächlich diese Verbundenheit mit dem Meme, diesem Doge. Und es muss halt jeder für sich selber herausfinden, ob es für ihn ein Argument ist, in so ein Krypto-Projekt zu investieren. Aber ich habe ja gesagt, es ist als Parodie gestartet und es ist mittlerweile ein ernstzunehmendes Projekt, deswegen stelle ich es auch hier vor. Denn wenn man sich einfach mal anschaut, wir sind hier auf unserer allseits beliebten Seite CoinMarketCap. Wenn wir hier mal auf die Markets gehen und uns mal die Tauschpaare angucken, wie gesagt, es ist eine Parodie, die eigentlich nichts Besonderes benutzt oder kann. Und vor allen Dingen hat sie ein Meme, einen Hund als Logo. Und trotzdem, schaut euch mal an, auf welchen Exchanges das Ganze gelistet ist und wie man das Ganze als Tauschpaar einsetzen kann. Also ich scroll einfach mal runter. Ihr seht, es geht weiter, weiter und wir sind hier schon bei 80 Einträgen. Es geht immer noch weiter. Wir sind über 100 und so weiter und so fort. 190, 200.
Ja, 246 Einträge haben wir hier gelistet an Paaren und ein paar Börsen. Das heißt, es ist tatsächlich eine Internetwährung. Ob es jetzt ein super Projekt ist, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde genau diese Liste sehr, sehr bemerkenswert für so ein Spaßprodukt. Der Kurs im Minus, wie so vieles andere heutzutage, beziehungsweise in diesen Tagen, nichts Besonderes. Zum Schluss schauen wir uns einfach nochmal die Twitter-Seite an. Ein, wie es sich halt gehört für eine Internetwährung, zeigt es hier auch aktuelle Themen aus dem Internet. Total Biscuit, wer ihn vielleicht nicht kennt, außerhalb der Kryptoszene war unterwegs, hat YouTube-Videos gemacht über das Gaming, wenn ich mich recht entsinne, und ist jetzt leider vor ein paar Tagen seiner Krebserkrankung erlegen und der Dogecoin erwähnt das Ganze hier. Und hier unten, wie gesagt, dann nochmal das Meme. Wenn du schon einige Videos gesehen hast von mir, in denen ich Krypto-Projekte vorstelle, dann weißt du, zum Schluss ist immer Fazitzeit, in der ich meine Meinung zur aktuellen Lage von einem Projekt wiedergebe und hier das Pro und Contra wiedergebe und natürlich immer heiß darauf bin und sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist, ob du Dogecoin hältst, ob du es verkauft hast, was du von Memes im Allgemeinen hältst und ob du glaubst, dass dieses Projekt trotz dieser ta vielen Tauschbare irgendwann mal den Bach runtergeht. Also möchte ich dir jetzt hier meine Meinung präsentieren und würde mich freuen, von dir zu hören. Auf der Pro-Seite, und das ist auch dieser tatsächliche Erfolg gewesen, der Grund dafür ist dieses Meme, dieses Hundebildchen. Es bedient sich eben der Internetkultur. Dieses Projekt als reine Parodie wäre nie so erfolgreich gewesen ohne diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Denn die beste Werbung ist tatsächlich, wenn eine Person einer anderen etwas erzählt. Und im Bestfall ist es auch noch, wenn es ein Bekannter oder ein Freund ist. Und genau so funktionieren Memes und so genau so ist der Erfolg zu erklären von diesem Dogecoin. Deswegen glaube ich, dass auch dieser Bekanntheitsgrad nicht unbedingt abflachen wird. Dann hatte ich es ja eben schon erwähnt und auch gezeigt, es sind unglaublich viele Tauschpaare für diese Kryptowährung. Es ist kein besonderes Projekt, es kann nichts Tolles, es gibt viele Projekte, die halt besser sind, aber diese Tauschpaare stehen deutlich auf der Pro-Seite. Aber was gut ist, hat auch was Schlechtes. Und hier das Pro ist auch gleichzeitig das Kontra-Argument. Es ist bekannt durch Memes. Ja? Also es wird nie, sei es vielleicht durch ein Rebranding, wenn es einen anderen Namen bekommt, denn das Internet ist schnelllebig, man vergisst gerne mal die Vergangenheit, aber wenn es als Dogecoin weiterlebt, dieses Projekt, wird es nie eine akzeptierte oder seriöse Kryptowährung werden, wie Bitcoin, Nano, Dash etc. pp. Weil immer die Leute es mit irgendeinem Witz irgendwie in Verbindung bringen, mit diesem Hund und mehr nicht. Ja, ich habe ja eben schon andere Projekte aufgezählt und genau das ist es auch. Private Coins gibt es zum Beispiel mit Monero. Es gibt Projekte, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, keine Transaktionsgebühren zu haben oder schnelle Transaktionen durchzuführen, wie Nano zum Beispiel oder auch in Zukunft Electronium. Und diese sind einfach ein wenig seriöser und besser ausgestattet. Dennoch kann es natürlich sein, dass Dogecoin seine Nische findet und irgendwann mal eine große Partnerschaft eingeht, wo dann tatsächlich dieser Internet-Use Case auch Verwendung findet. Zum Beispiel als Bezahlungsmittel bei 9gag oder anderen Comedy-Seiten. So, kommen wir nun zu meinem Ergebnis. Du siehst es ja hier schon die ganze Zeit. Ich habe dem Ganzen eine 50-50-Chance eingeräumt, beziehungsweise ich sehe es so bei 50-50, weil ich es einfach nicht greifen kann. Es ist ein solides Projekt, wie es scheint. Es hat viele Tauschpaare. Man kann ruhig es tatsächlich zum Handeln benutzen. Es ist ein Projekt, das sich etabliert hat. Dennoch glaube ich halt nicht, dass es irgendwie. Es gibt einfach viel bessere Projekte und viel fortschrittlichere Projekte und anerkannte Projekte.
Deswegen würde ich sagen, man kann sich das Ganze mal angucken, man kann auch sich einarbeiten, man kann es auch weiterempfehlen, sich das auch mal anzugucken, aber das Ganze ist für mich weder Fisch noch Fleisch. Wie ist es für dich? Hältst du Dogecoin? Was hältst du von diesem Projekt? Kennst du eine andere ähnliche Parodie auf Bitcoin, die vielleicht noch gar nicht so bekannt ist? Oder eine bessere Internetwährung, die vielleicht für Influencer gedacht ist oder dergleichen? Schreib es doch in die Kommentare. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Falls du es noch nicht getan hast, würde natürlich auch ein Abo sehr gern gesehen sein. Und vor allen Dingen, und das wäre super, wenn du dieses Video bzw. diesen Kanal deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Ich hoffe, du hattest Spaß und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut.